Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA 5, meine lieben LOL. Hier wird direkt mal geschossen, er macht Schießübungen. Wir sind hier bei Trevor im Land unterwegs und ja, es ist schön hier, genau. Trevor gefällt sich auf jeden Fall hier hinten. Das wissen wir ja bereits. Und ja, wir dürfen immer noch nicht in die Stadt rein. Die haben Stadtverbot, die zwei, weil ja, die beiden ein bisschen Scheiße gebaut haben und haben quasi jemanden entführt. In dem Sinne ist es Trevor gewesen, aber gut. Wir haben ja noch eine Fragezeichen-Mission hier hinten, Fremde und Freaks, und wir haben noch eine Federal Investigation Bureau Mission. Und wir haben hier hinten noch die normalen Missionen von Franklin. Ich hätte eigentlich am liebsten mal die Mission von Franklin gemacht, weil mich interessieren würde, was macht der, wenn die zwei aus der Stadt raus sind. Das heißt, ich werde jetzt nochmal dahin switchen. Genau. Und dann schauen wir mal. Whoop. Wo ist denn Franklin gerade am Start? Ist er in seinem Haus wieder? Ja. Am Schlafen oder was? Oder macht er eine Party? Oder was macht er? Ne, hat sich gerade umgezogen. Sieht aber kacke aus. Sieht aber kacke aus, Franklin. Sieht richtig scheiße aus, was du da anhast. Übrigens hier vielleicht nochmal, um das zu zeigen, die Outfits, die mir letztens einer gesagt hat, wo hätte ich die Handschuhe ab? Hier sind die Outfits mit dabei. Beim Uptown Riders Jacke und Baggy Hose. So sieht auch gar nicht ganz cool aus. So sieht auch ganz stylisch aus hier mit dieser Bikerhose. Das geht auch gut klar. Uptown Riders Trikot Kluft. Okay. Ja, das sind diese Grundstrukturen, die man hier anziehen kann. Ich werde jetzt einfach mal... Nehmen wir einfach mal das. Das ist doch eigentlich ganz cool. Der Cappy so. Mit dem Muskelshirt. Passt auf jeden Fall ganz gut. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall mal zu Devin und gucken mal, was der von uns will. Bei Chop, wie gesagt, die App ist immer... Das stimmt, ja. Wir müssen mit Chop eigentlich auch mal ein bisschen was unternehmen. Aber das Problem ist halt, ohne die App ist das ein bisschen witzlos. So, steigen wir uns in unsere nice Karre und fahren mal rüber zu Devin. Der hat sogar noch eine Fragezeichen-Mission, der Franklin. Da könnt, vielleicht machen wir die jetzt. Fremde und Freaks. Okay, fahren wir da mal hin. Ich wollte zu Devin, aber kann man ja auch mal so probieren. Vielleicht ist da ja auch was Interessantes oder Nettes. Oh, Chop hört auf, dir zu folgen, wenn du ihn zu weit abhängst. Wer hat denn gesagt, dass ich den mithaben will? Ja. Ich habe ihn zu weit abgehangen, würde ich sagen. So. Fahren wir mal da hoch. Schnupfentechnisch geht es ein bisschen besser. Es hört sich zwar noch nicht ganz so an. Aber ich bin zumindest nicht die ganze Zeit mehr am Naseputzen und so. Das ist ganz angenehm. Irgendwie geht es hier weiter hoch in das Ländliche rein. Mal schauen, wen wir da oben jetzt treffen. Vielleicht Franklins Freundin oder so. Und ruft irgendjemand an. Wer ist es denn? We met at my house. Oh, yeah. Shit, where you at? Look, I know that you and my husband and Trevor Phillips are... I don't know what the fuck you're up to, but I can make a pretty good guess. There's some weird things going on. Is he okay? I don't think okay is the right word. But he's alive. You should call him. He'll appreciate that. No, I don't want to speak to him. I just wanted to know he wasn't dead somewhere. Thanks. Don't tell him I called. All right. Tja, da ruft die Amanda einfach mal den Franklin an. Erstens, woher hat die Nummer? Und zweitens, warum ruft ihr den an? Naja, irgendwie scheint die Amanda doch noch an ihrem Mann interessiert zu sein. Hier ist ein Hund. Ist der alleine? Hey. Hallo, Boy. Was ist das? Du sagst, ein Mann ist in einem Tree. Und er braucht meine Hilfe? Part of you would rather leave him there because he's a bit of a dick. But you're doing your civic duty. Okay, shit, show me. Leute, wisst ihr, woran das eine Anspielung war? Vielleicht wissen das manche von euch sogar. Das war eine Anspielung auf Lassie. Weil Lassie hat immer gebellt und die anderen haben dann am Tag immer gesagt, was Lassie wohl gesagt haben könnte.
What boy? He just jumped out of a fucking helicopter. His parachute failed to open. And now you kind of wish he'd missed the tree. Ja, das ist auf jeden Fall, wie soll ich das so ausdrücken? Das ist auf jeden Fall Franklins Fähigkeit anscheinend, der kann mit Tieren sprechen. Nee, aber das soll so ein bisschen so eine Hommage an Lassie sein, weil Lassie ja, wie soll ich das sagen? Lassie hat auch immer quasi gebellt und die anderen haben dann einfach zugehört und gesagt, ja, genau das und das ist passiert. Also den hat man immer verstanden, obwohl er nur gebellt hat. So. Aber der hängt doch auf dem Boden. Ach nee, doch nicht. Nicht ganz. Dem können wir jetzt helfen, oder was? Hey, alles gut, Mann? Hey, Bro! Mind giving me a hand here? Man, that's a cool-ass dog you got, homie. What dog? That dog that saved your ass, man. Dude, I have no idea what you're talking about right now. Wie geil ist das denn? Hello! When you got a moment. My bad, dog. Oh, man, that was wild. See, I'm not an adrenaline junkie. I'm a control junkie. Yeah, that parachuting is intense, man. And hey, along the way, I figure out what it means to be alive. Well, then, let's just make this a little spiritual and say I'm on a thought journey. Shit, nothing helps me think clearly like shitting myself while I'm heading towards a certain death, man. Then you're up for it. Not really, dog. Shit, I respect gravity. Oh, I knew you were a pussy. Come on. It's safe, I promise you. Safer than driving a car. The only way it's safer is if you drive a car out of a fucking airplane. Come on, let's go. Lol. Folge Dom. Alles klar, jetzt haben wir so voll den Freak gefunden, der so ein Adrenalin-Junkie ist. Und wir haben unser Auto da oben stehen gelassen. Was zur Hölle machen wir jetzt? Gehen wir jetzt Fallschirmspringen? Und wie geil das mit dem Hund war, dass er den gar nicht gesehen hat, eigentlich so Ghost Dog oder sowas. Steig in den Hubschrauber. Oh Gott, wir müssen jetzt falsch springen. Okay. You take the left side, man. Ja, dann lass mich da auch da rein. Ist doch scheißegal. Natürlich war er eiskalt. Naja, Nahtoderlebnis. Unbedingt. Man, I found your crazy dumbass in the tree and now I'm here. That's all the background your ass need to know. Virgin in the drop zone. I'm in the hole. No, but seriously, I got you. Don't sweat it. It's not rocket science, although it is in some ways. But I'm talking metaphorically. Like you with that dog. I didn't get that, by the way. Wait, Scheiße. Take the tampon out, bro. It's like riding a bike, except at 100 miles an hour head first towards the ground. You can't go wrong, am I right, Jeff? Statistically, safer than having a wank. What the hell? Yeah, man, you can totally get infections, you know? If you leave it too long between washes and, you know, yeah, it's a bad scene, trust me, okay? Okay, guys, let's keep this hetero. Oh my god. Is pull that ripcord there. Ideally,
Ja, das werden wir schon hinkriegen. Oh Mann, die zwei sind ja richtige Penner. Alter, wie hoch fliegt der denn noch? Alter, wie hoch der fliegt. Ja, das fragt Franklin sich jetzt wahrscheinlich gerade. Was genau müssen wir jetzt tun? Müssen wir jetzt rausspringen einfach? Super geil. Franklin geht jetzt falsch im Springen und wird von zwei Typen da davon überzeugt, das zu tun. Tja, jetzt weiß ich aber nicht genau, wo wir hinspringen müssen. Müssen wir auf dem Berg landen oder müssen wir an dem Berg vorbeispringen? Okay, überspringen wir den Flug jetzt, gibt es noch nichts mehr zu reden. Die haben aber immer recht viel Dialog, die waren ja durchaus lustig, weil vor allen Dingen der Franklin so ein Noob ist in dem Springen. Okay. Okay, benutze R, um dich umzusehen und drücke X, um zu springen. Okay, spring. Wow. Springt der andere auch? Der andere springt auch. Pussy man of force. Do you see the bikes yet? Bikes? You didn't mention no fucking bikes. Wow, next surprise, Kimosabe. Last one long birthday when you hang out with El Dominator. Okay, wir müssen irgendwie da vorne hin. Okay, wir müssen irgendwie da vorne hin. Deswegen werde ich hier, da vorne ist die Landungszone. Ich glaube, auf dem Hügel müssen wir landen und müssen wir mit dem Bike wahrscheinlich runterfahren. Wie geil ist das denn bitte jetzt? Ich glaube, wir hätten auch noch später Dings also lassen können. Aber das sieht ganz gut aus eigentlich. Können ruhig noch ein bisschen steiler runtergehen. Komm, Franklin. Oh, fuck. Fuck, der wird sterben. Mission fehlgeschlagen, ja. Okay, müssen wir nochmal machen. Lol, ich sterbe beim Fallschirmspringen. Ja, wir haben das ja letztes Mal schon mit Trevor gesehen, dass das richtig gut geklappt hat. Komischerweise war bei Trevor aber immer dieser Fehler, dass er ab einer bestimmten Position immer losgelassen hat. So, wir werden jetzt nochmal... Springen jetzt einfach nochmal. Und werden das Ganze ein bisschen beschleunigen, indem wir hier runterrasen. Und ziehen den Fallschirm ein bisschen später. Okay. Yeah! Try not to land in them damn trees this time! Oh, listen to this big hero! Can't wait to see you on the bikes! Bikes? What bikes? Boom! Surprise! There's always another stripper in the cake when you play date with the Dominator! Okay, jetzt müssen wir Rücke B, um die Kamera auf die Landezone zu fokussieren. Okay. So, gescheit. Steig auf die Mountainbikes. Steig auf ein Mountainbike. Okay, da vorne ist anscheinend ein Mountainbike. Okay. Müssen wir das vor dem machen am besten? Alles klar. Und jetzt? Yo! What's with the early squirt, dude? Dial it back! Hey, wait for me! Warte auf Dom. Ach so, okay. Wo kommt Dom denn runter und wann kommt Dom runter? Ja, Dom, lande doch mal. Wir hätten wahrscheinlich eine bessere Landung hinlegen müssen. Aber das habe ich jetzt verpasst. Wo bleibt Dom denn? Wir hätten wahrscheinlich mit dem ein bisschen später zurück... Wo ist der denn? Ja, jetzt komm halt, weißt du? Erst so rumprollen, dass hier so ein geiler Typ ist und dann bist du so lahm. Und jetzt machen wir Downhill-Biking, oder was? Okay, last one down the mountain bike, the protein
Okay, Downhill-Bike-Rennen. Alles klar. Alter Schwede. Alter Schwede, willst du mich verarschen? Oh, fuck you. Boah, das ist gar nicht so einfach, Leute. Das werde ich nicht schaffen. Nein. Lol, ey, das Fahrrad lässt sich steuern wie so ein, ohne Scheiß, wie so ein sinkender Kahn. Hoffentlich starten wir jetzt bei den Mountainbikes und nicht in der Luft. Das wäre ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Ne. Okay. Alter, da kickt er mich zur Seite. Das ist gar nicht so einfach. Man muss ganz, ganz leicht einfach nur lenken. Alter, das ist echt ein Adrenalin-Junkie, der Typ, war. Solche Typen gibt's ja auch in echt, ey. Die sich immer total profilieren über ihr... Nein, fuck. Ich bin an der gleichen Stelle runtergefallen. Okay, Leute, ich stelle mich total bobbyhaft an. Es tut mir total leid, aber, ja. Da kann ich leider gerade nichts gegen tun. Ich tue mein Bestes. Aber es ist nicht... Wenn ihr das... Müsstet das... Ehrlich gesagt, würde ich euch gern zeigen, wie es... Ja, jetzt backt sich Franklin hier oben rein. Das ist natürlich sehr geil. Der Typ hat natürlich dadurch absolut gewonnen. So, jetzt erstmal ein bisschen ruhige Kugel schieben. Oh oh. Ein bisschen strampeln schon noch, aber nicht so viel, genau. So, und jetzt hier können wir auf der Geraden ein bisschen Gas geben. Wahrscheinlich gibt es später auch so Downhill-Rennen. Oh, fuck. Ich weiß gar nicht genau, wie man jetzt hier, Ja, wie kann man denn hier bei... Wie kann man denn auf dem Bike im Prinzip so eine Handbremse... Das heißt Handbremse, aber... Wow. Okay, nice one. Hier ist wieder irgendein Vieh, irgendein Hund. Downhill Biking mit Dom. Ja, wer hat sich das bitte nicht gewischt? Boah, fuck. Ich weiß nicht, ob ich das Rennen gewinnen kann. Der Typ ist ganz schön fit. Juhu, nice. Ja, hier unten ist es ein bisschen einfacher, Jens. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie man den jetzt noch besiegen kann, weil der ist schon richtig schnell. Und ich glaube, da unten ist schon Schluss, oder was? Gleich dürfte das Ziel irgendwo kommen. Oh, ich bin hier am Tippen wie sonst was. Wow. Der Typ ist echt krass drauf. Ja, kein Problem, Mann. Franklin ist aber nicht ganz so schnell wie der andere, leider. Oh, fuck. Ja, der freut sich bestimmt gerade, der Franklin. Der ist bestimmt gut drauf. Hier an den ganzen Viechern vorbei. Boah, der ist ganz schön schnell unterwegs. Ich glaube, am Anfang hätten wir den direkt packen müssen. Sonst schaffen wir das gar nicht mehr. Obwohl. Oh, ganz am Schluss. Jawohl, gewonnen. Jawohl, wir haben gewonnen. I know this body. I was operating at the perimeter of my parameters, and you were being reckless. And now you're having a whinge. A what? Listen, meet me by the airport when you're grown up here, all right? Boah, was ist das denn für ein Typ, ey? Die Mission haben wir dabei jetzt geschafft. Neuer Kontakt, Dom. Bestanden. Kalkuliertes Risiko. Abfahrtsass. Luftsprünge. Ja, wir hätten wahrscheinlich, in der Luft hätten wir wahrscheinlich die richtige Perspektive. Fallschirmspringen ist nur möglich bei bei diesem Fallschirmsymbol eben. Sorry eben, wenn ich ein bisschen übersteuert habe, Leute, aber ich habe das Ganze jetzt ein bisschen niedriger eingestellt. Ich hoffe, das geht besser. Weil das war eben ein wenig hoch eingestellt und jetzt dürfte es wieder gehen.
Ja, jetzt sind wir mit Franklin natürlich hier am Arsch der Welt und ich wollte ja eigentlich zu Devin fahren. Boah, gibt's viele Fallschirmspringspots. Guckt euch das mal an. Krass. Muss man da dann hinlaufen oder wird man da vom Helikopter abgeholt? Das wäre jetzt auch interessant zu wissen. Wir haben auf jeden Fall zu Devin können wir noch fahren. Und ja, da wollte ich ja eigentlich auch hin. Ich denke mal, ich werde mir jetzt gleich da unten irgendwie ein Taxi rufen oder sowas. Wo sind wir denn jetzt hier unterwegs? Oh, weit ist es nicht mehr bis runter. Aber schön ist es hier, oder? Sehr schön. Gutes Wetter zum Fahrradfahren. Braucht man eine Abwechslung. Aber ohne Witz, Leute, das geht voll in den Daumen, wenn man die ganze Zeit den A-Knopf am Hämmern ist. Schon krass. Wupp. Sehr schön. Dann sind wir wieder auf der... Oh, fuck. Lol. Dann sind wir zumindest wieder auf der Straße. Ich werde mich jetzt... Ja. Ich werde mich jetzt sofort... mir wird sofort ein Taxi... Ja, entspann dich. Wir wollen es doch nur erstmal ein Taxi rufen, Junge. Downtown Cap. Dom können wir auch nochmal anrufen. Der hat wohl auch irgendwas für uns dann. Sehr gut. Das heißt, das Taxi wird uns gleich hier aufgabeln. Und dann brauchen wir nicht so lange, bis wir beim Devin sind. So. Schön mit den Muckis an der Straße rumgammeln. Aber ganz cool eigentlich. Also das hat jetzt auch gepasst. Wir haben uns ja extra Biker-Klamotten angezogen. Und siehe da, ja, wir durften biken. Vor allen Dingen, witzigerweise... Ja, hallo? Hallo, jetzt bitte nicht umdrehen. Ja, können wir jetzt zu Devin direkt? Gibt es das als Ziel einfach? Moment. Ich will eigentlich... Würde ich gerne zu... Nee, warte. Wie Ziel auswählen? Ach so, Ziel... Nee. Ziel wechseln. Nee, da will ich auch nicht hin. Da will ich auch nicht hin. Devin, da wollen wir hin. So, wir fahren also zu Devin und dann schauen wir mal, was der jetzt zu sagen hat. Wir brauchen eigentlich noch immer eine Karre, oder? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber wir haben ja beim letzten Mal nicht alle Autos geklaut. Aber echt eben witzige Situation, auch mit dem Hund und so. Das, also eher die Anspielung auf Classy fand ich ja schon geil, aber dann halt noch dieser Zusatz, dass, dass wir dann auch noch die Biker-Klamotten dabei hatten und auch noch der Dings genau Biker-Klamotten in dem Fall brauchte. Das war jetzt sehr geil. So, Devin ist irgendwo da.